Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Trends hier bei Allgäu TV. In der nächsten Viertelstunde haben wir einige tolle Ideen und Empfehlungen für Sie. Fangen wir gleich mal mit dem Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren an. Das will nicht nur ein Ort sein, an dem sich die Besucher Dinge aus der Vergangenheit einfach nur anschauen. Hier sucht man vielmehr bewusst die Nähe zur Bevölkerung. Dazu passt, dass auf dem Museumsgelände seit vielen Jahren Traktoren gesegnet werden. Dabei stehen alte und neue Maschinen einträchtig nebeneinander. Ein Fest für Traktorenfreunde, so könnte man sagen. Dieses Jahr kann mit einem Geschicklichkeitsparcours für Oldtimer-Traktoren ein weiteres Highlight hinzu. Für Freunde von Traktoren, speziell von alten Traktoren, gibt es im Allgäu mindestens einen Pflichttermin. Es ist die Traktorensegnung im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren. Beim Aufstellen vor der Feier selbst werden die Maschinen der anderen Teilnehmer erstmal begutachtet. Hier gibt es immer was zu schauen und zu reden. Die Traktoren sind zum Teil sehr gepflegt und sind mit sehr viel Liebe restauriert. Manche sind natürlich rein nur Arbeitsgeräte, wo aus der Landwirtschaft einfach noch voll im Dienst stehen. Die müssen halt technisch in Ordnung sein, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, sind sehr schöne Fahrzeuge dabei, wo mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Wissen historisch gut wieder auflackiert wurden, also technisch und optisch instand gesetzt wurden. Bei einer Fahrt durch Illerbeuren werden die Schätzchen noch ein bisschen ausgefahren und dem neugierigen Publikum gezeigt. Wo sonst kommt man so vielen, so alten Maschinen so nahe? Im Bauernhofmuseum selbst werden dann die Traktoren gesegnet. Eine liebe Tradition inzwischen, die hier niemand mehr missen möchte. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist einfach das Nebeneinander von wirklich Maschinen, die noch im Einsatz sind und Maschinen, die restauriert sind, sozusagen wirklich Oldtimer sind. Dieses Nebeneinander, das gefällt mir immer sehr gut. Es geht ja tatsächlich um die Traktorsegnung, also zu bitten darum, dass keine Unfälle passieren, dass die Fahrzeuge auch gut gewartet bleiben, dass den Fahrzeugen auch nichts passiert und den Lenkern. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung, wo auch Leben ins Museum reinkommt und zeigt, dass es ist mitten im Dorf, das gehört auch dazu. Ein Höhepunkt dieses Jahr, ein Geschicklichkeitsparcours für Traktoren, die Baujahr 1970 oder älter sind. Die Aufgaben müssen dabei möglichst fehlerlos und schnell bewältigt werden. Also wir haben ihn eher fairerweise selber ausprobiert mit 10 Durchgängen und waren an sich recht zufrieden. Man kann, wenn man ein bisschen was drauf hat, recht viel Punkte erreichen. Erschwerend kommt hinzu, dass eine leere 20 Liter Milchkanne auf dem Anhänger möglichst nicht umkippen sollte. Das gäbe Abzüge. Und auch sonst hatte es der Parcours ganz schön in sich. Glatt und rutschig, aber ja, es war schon ein wenig schwierig. Also man hat mir so schön ausholen und dass man halt die Pylone nicht umfährt. Also ich habe Glück gehabt. Ich glaube, Ball ist runtergefallen. Ich weiß nicht genau, aber es ist schon. Und zurückwärts fahren war halt ein wenig ein Problem. Da bin ich ein bisschen schräg gefahren und ja gut, da ist ein wenig schwierig gekommen. Weil das Rückwärtsfahren mit einem Zweiachser ist nämlich schon schwierig. Und dann war das noch ein eisenberäufter Wagen. Der ist noch schwieriger linker als wir ein Gummiwagen. Die Traktorensegnung und der Oldtimer-Parcours im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren. Eine Veranstaltung, die Freunde alter Maschinen, egal ob sie nun Teilnehmer oder einfach nur Zuschauer sind, richtig gut zu unterhalten weiß. Junge, ältere oder auch kranke Tiere brauchen bestimmtes Futter, das ihren speziellen Bedürfnissen gerecht wird. Als einfacher Haustierhalter hat man da schnell seine Grenzen erreicht. Im Allgäu gibt es mit Plattner Heimtierfutter jemanden, der sich damit auskennt und für praktisch jedes Tier und jeden Anspruch die passende Nahrung mischen kann. Plattner Heimtierfutter am Rande von Kempten. Hier gibt es insbesondere für Hunde, Katzen, Nager und Vögel das richtige Futter. Und wenn mal ein Tier besondere Ernährungsbedürfnisse hat, wie beispielsweise Hundedame Amy, ist man bei Plattner an der richtigen Adresse. Amy ist nicht mehr die Jüngste und braucht deshalb spezielles Futter. Hier setzt die Ernährungsberaterin für Hund, Katze und Nager Eva Plattner an und erarbeitet den optimalen Diätplan für sie. Wir nehmen uns da viel Zeit, es entwickelt sich im Gespräch, man schaut, wo liegen die Probleme, wo sind die Bedürfnisse, was steht an, was wollen die Leute, was braucht der Hund oder was braucht das Tier. Und so wird dann in verschiedenen Bausteinen Schritt für Schritt die richtige Ernährungsform ausgewählt. Zusammen mit dem Kunden wird dann erarbeitet, was macht Sinn, was passt, was wird vertragen, so dass wir zum Schluss dann in der Regel eine Ration haben, die sowohl
von der Menge her, als auch von den Nährstoffen und von dem Bedarf alles abdeckt und dann im besten Fall dem Tier natürlich super schmeckt. Angefangen hat man bei Plattner Mitte der 80er Jahre als Spezialist für Vogelfutter. Seither hat man sich dort einen exzellenten Ruf in ganz Europa erarbeitet. Privatleute, Züchter und Zoos finden hier für jede Vogelart das optimale Futter. Egal ob Papagei oder Kakadu, Wild- oder Gartenvogel. Was auch immer die gefiederten Freunde brauchen, kann hier fertig gemischt gekauft oder individuell zusammengestellt werden. Und auf Wunsch wird das alles auch in praktisch jeder beliebigen Größe ganz bequem nach Hause geliefert. Wer beim Lesen die Zeitung einen Meter von sich weghalten muss oder beim Autofahren die Augen zusammenkneift, um die Schilder erkennen zu können, der sollte sich Gedanken über einen Sehtest machen. Millionen Deutsche brauchen eine Brille. Wer im Allgäu Probleme mit dem Sehen hat, für den lohnt sich der Gang zur Eichinger Optik in Dietmannsried. Für den Familienbetrieb ist eine Brille mehr als nur eine Sehhilfe. Über mangelnde Auswahl kann man sich bei Eichinger Optik in Dietmannsried nicht beschweren. Wer hier eine Brille sucht, wird auf jeden Fall immer kompetent und stilsicher beraten. Denn für Bernd Eichinger ist eine Brille nicht nur eine Sehhilfe, sondern vor allem auch ein modisches Accessoire. Deshalb achtet der Optiker bei seinen Kunden darauf, dass jedes Detail passt. Erstmal auf die Gesichtsform, auf die Konturen, Haarfarbe, äußeres Erscheinungsbild, ob jemand modern eingestellt ist, eher konservativ, das spielt alles mit einer Rolle. Im Trend liegen momentan vor allem Kunststoffbrillen in dezenten Farben. Aber auch Fassungen in Holz- und Steinoptik sind aktuell gefragt. Doch nicht nur bei modischen Fragen weiß Bernd Eichinger Rat. Er ist auch Experte für das Thema Makuladegeneration. Die Stoffwechselstörung verursacht Ablagerungen auf der Netzhaut, die für erhebliche Sehstörungen sorgen. Entsprechende Hilfsmittel gibt es in Dietmannsried. Es gibt spezielle Gläser auf dem Markt, die eine Eigenvergrößerung bieten, das blaue Licht ausfiltern, was sehr gefährlich werden kann für das Krankheitsbild, weil eben diese Rezeptoren auf der Netzhaut weiter geschädigt werden können. Endlich wieder den vollen Durchblick haben. Dank Eichinger Optik in Dietmannsried. Eine Küche zu planen und zu kaufen will gut überlegt sein. Denn sie soll nicht nur praktisch sein, sondern auch gut aussehen. Und die Qualität muss natürlich auch stimmen. Hier ist die Planung von entscheidender Bedeutung. Um das alles unter einen Hut zu bringen, ist es sinnvoll, auf den Rat von Profis zu hören. Küchendrunzer ist so ein Profi. Seinen guten Ruf hat er sich bislang von seinem Stammhaus in Kempten aus erarbeitet. Seit kurzem gibt es nun auch eine Niederlassung in Marktoberdorf. Küchendrunzer gibt es jetzt nicht mehr nur in Kempten, sondern neu auch in Marktoberdorf. Genau wie in Kempten stehen hier besonders moderne Küchen im Fokus. Traditionell gut bei Küchendrunzer ist vor allem eins, der Kundenservice. Alles aus einer Hand und nur erfahrene Handwerksprofis, das ist das Credo beim Küchenspezialisten. Meine Kunden haben einen Ansprechpartner, also das heißt in der Planung eine Betreuung von A bis Z. Und wir haben ein eigenes Schreinerteam, was alles fertig macht und den Kunden zufriedenstellt. Und die Schreiner, die arbeiten schon seit 20 Jahren in der Branche und die sind einfach Profis auf dem Gebiet. Es gäbe praktisch keine Aufgabe rund um die Küche, die das Team von Küchendrunzer nicht bewältigen könne. Das hat uns der Chef abseits der Kamera stolz erzählt. Aber auch in Sachen Auswahl hat man hier einiges zu bieten. Kaum eine Farbe und kaum eine Form, die es hier nicht gibt oder die man nicht bekommen könnte. Die Größe der Auswahl betrifft aber nicht nur die Küchenmöbel selbst. Sie gilt auch für die Elektrogeräte sowie die Armaturen. Und wenn man nach dem Besonderen sucht, das dem Heim das gewisse Etwas verleiht, dann könnte man hier ebenfalls fündig werden. Speziell die Auswahl an interessanten Lampen und Sitzmöbeln, beispielsweise für den Essbereich, kann sich sehen lassen. Doch egal für was auch immer man sich entscheidet, die passende Hilfe gibt es von den Profis von Küchendrunzer. Laufen ist im Grunde genommen eine der einfachsten Sportarten überhaupt. Man geht einfach raus vor die Tür und rennt los. Wenn Sie es aber richtig machen wollen, dann sollten Sie sich unbedingt von einem Spezialisten beraten lassen. Vor allem die Suche nach dem richtigen Laufschuh ist da besonders wichtig. Seit vielen Jahren hat sich in diesem Bereich Laufsport Saukel in Kempten einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Mit modernsten Messmethoden findet man dort für jeden Fuß und für jeden Läufertyp den richtigen Schuh.
Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Dieses Zitat von Emil Zatopek könnte auch das Motto sein von Laufsport Saukel in der Kemptener Innenstadt. Dort steht den Laufexperten ein neues Hilfsmittel zur Verfügung, mit dem sich Fuß- und Bewegungsapparat der Kunden hochpräzise vermessen lassen. Die Ergebnisse sind Grundlage für eine hochindividuelle Schuh- und Laufberatung. Mit dieser Platte können wir im Gegensatz zu früher, da hatten wir diesen Spiegeltisch und auf dem Spiegeltisch konnten wir nur eine statische Messung machen. Mit dieser Fußdruckmessung, da muss man jetzt drüber gehen, zügig über die Platte drüber gehen und da haben wir dann auch eine dynamische Messung. Wir haben den Druckverlauf, wir haben den Fußabdruck, wir messen damit gleichzeitig die Schuhgröße und man kann auch weitestgehend auf bestimmte Probleme eingehen, die dann schon auftreten, irgendwelche Blockaden da vorhanden sind und so weiter. Das sieht man dann alles entsprechend auf dem Abdruck. Neben dem passenden Schuh gehört sowohl für Wanderer als auch Laufsportler natürlich die richtige Bekleidung ebenfalls zu einer kompletten Ausstattung. Und auch hier findet man bei Saukel immer eine große Auswahl hochwertiger Markenhersteller. Gerade fürs Lauftraining von großer Wichtigkeit ist eine Pulsuhr. Sie hilft Sportlern bei der richtigen Trainingssteuerung. Und in jeder Situation immer den Durchblick zu haben, hat auch noch niemandem geschadet. All das und vieles mehr rund ums Laufen findet man ebenfalls hier bei Laufsport Saukel nahe der Fußgängerzone in Kempten. Zwischen Wäldern, Wiesen, Weihern und Mooren findet sich ein Veranstaltungsort der besonderen Art. Beim Waldort Gut Kinseck setzt man ganz auf Natur- und Erlebnispädagogik. Im wunderschönen Auerbergland wartet das Forstgut auf alle Kinder und Erwachsene, die die Natur mit allen Sinnen begreifen wollen. Auch für Vereine oder Betriebsausflüge hat man im Waldort Gut Kinseck immer Zeit und einen Platz frei. In Bernbeuren, ganz am östlichen Rand des Allgäus, liegt der Waldort Gut Kinseck. Der Waldort ist eine Begegnungsstätte für Naturpädagogik. Hier geht es aber nur am Rande um Wissensvermittlung. Das große Thema ist die Naturerfahrung, also das Begreifen der Natur mit allen Sinnen. Das Angebot richtet sich an Groß und Klein. Am ehesten können wir die Kinder ansprechen, und weil die noch viel eher mit allen Sinnen alles aufnehmen und begeisterungsfähig sind für die kleinen Dinge auch, die sie dann im Wald entdecken können. Und dahin wollen wir sie führen. Schulklassen, Jugendgruppen oder Familien kommen in diesen besonderen Veranstaltungsort, um ein paar Tage in der Natur zu erleben. Es gehört auch ein bisschen zu unserer Philosophie. Zurück zum Elementaren. Einfach mal erleben, dass man am Lagerfeuer grillt, dass man im Heu übernachtet, im Heu schläft, sich mit kaltem Wasser wäscht in unserem Waldbad. Diese ursprüngliche Lebensweise mal wieder entdecken, und die meisten Menschen haben einfach Spaß daran. Hier gibt es auch viel Platz für Feiern, Seminare oder Ausstellungen. Waldort Gut Kinseck. Willkommen in der Natur. Das war Tipps und Trends für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Ausgabe. Ihnen eine gute Zeit. Tschüss und auf Wiedersehen.